Ja, das ist schlecht. Aber einen Vorteil hat man hier Minecraft gegenüber. Man sieht, wohin man sich gräbt, wenn man direkt nach unten buddelt. Ja. Oh, das Eisen. Ist das Eisen? Oder ist ja, das Stein? Ja, das Eisen. Okay. Unsers! Ja, Iron Ore. Perfekt. Hooray, ich hab es, bevor du es hast. Ist hier unten? Ja, nee, das ist nur Stein. Gut. Ich glaube, meine Mine ist toller wie deine. Nee, ich hab Stein. Stein braucht man auch. Ja, aber Eisen ist toller. Etwa mal aus Prinzip, oder? Ja, stimmt. Hurra! Perfekt. Gut, dass ich keine Fackeln habe. Mache ich hier drin mal so eine Fackel hin. Und willst du ein paar Fackeln? Warte, ist es wieder Tag? Ich glaube nicht. Die Musik ändert sich ja erst, wenn es wieder Tag wird, oder? Ja, ich habe die Musik aus. Ich mache schon mal ein paar Plattformen hier nach oben. Nee, ich glaube, es ist noch Nacht. Ich mache hier unten auch nochmal so eine. Wobei, brauchen wir hier unten ja, schon eine Fackel? Ja, es ist noch Nacht. Okay. Wieso machst du da hin eine Plattform? Da können wir doch voll schwer hochklettern. Keine Ahnung. Ich mach's mal dahin an die Wand. Und dahin brauchen wir eine. Jetzt nehmen wir mal den Hammer und zerstören die Unwichtigen. Haha! Und haha! Ja, sammeln doch alle auf. Perfekt, so passt das. Wir müssen hier. Nach unten. Wir machen hier an die Wand von der Mine noch so eine Plattform. So. Dass man uns quasi hier hinstellen kann und nach oben gehen kann. Oh, hier links ist was. Steine. Steine sind blöd. Kacksteine. Von hier unten kommt man nicht hoch, nee. Also wir müssen hier wohl oder übel Dreck lassen und noch eine Plattform hinsetzen. Da. Perfekt. Willst du fackeln jetzt? Nein. Nicht? Okay, von mir aus. Warte, ich setze die mal nicht auf den Stein hier drauf. Hammer, mit einem Hammer kann ich Fackeln zerstören. Noch einen Ofen bauen. Ich setz mal da einen hin. Naja, je größer unser Haus ist, desto mehr Händler kommen. Nachher kann man auch Dynamit und solche Sachen kaufen. Also. Ich glaube, die Zombies haben gerade unsere Tür zerklopft. Nein, ich glaube, die sind oben im Haus gespawnt. Wieso können die im Haus spawnen? Oder die Tür ist offen. Ja, jetzt plötzlich? Du wirst slain. Nein! Wow! Ich schaffe es noch. Du hast doch zwei Leben. 2 HP habe ich noch. Mann! Wieso kommen Zombies in unsere Höhle? Können wir auch irgendwie Eisentüren machen, wo die Zombies nicht durch können? Nee, das ist leider nicht so. Hä? Das kann gar nicht sein, die Tür ist zu. Da ist eine Sternschnuppe auf unserem Haus gelandet. Aha, und die hat das Haus zerstört, oder wie? Nee. Aber die gibt Mana. Aha, und was bringt Mana? 3 Augenbälle! Lass mich rein. Und das war ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt zum Türen öffnen. Ich dachte, du willst durch. Das wollte ich auch, aber mit mir sind 3 Augenbälle reingekommen oder 2. Egal, es ist wieder Tag. Okay. Das Spiel ist gemein. Ich vermisse die Slimy. Stirb. Stirb alle. Augen. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ich bring mal ein paar Zombies mit. Wow. Ich sterb gleich wieder. Hier kann ich nicht weg! Mann! Verdammt! Also mal an die Zuschauer, von den Videos, die ich gesehen habe von Terraria, kann ich euch so viel verraten. Wir werden nicht so schwach bleiben. Hoffe ich, zumindest. Oder? Ja. So wird's sein. Also nicht. Wie jetzt? Ja, wir werden noch viel besser werden. Okay, mach die Tür bloß nicht auf. Bloß nicht auf. Ich töte einfach alle. Das will ich sehen. Dann wer tötet wen? Hey, ich töte rein. Sie! Ich bin drin! Na, super! Du hast voll den Vorteil mit deinem Standpunkt da. Du kannst sie alle einzeln töten, die Augenbälle. Was für ein Standpunkt? Ja, du... Ich muss von hinten mich durch die Armada durchkämpfen. Halt du die mal alle vor der Tür auf jetzt. Ich bin gleich wieder da. Hier sammelt sich was. Wieso fliegen gegen die Fensterscheibe? Jetzt sind die weg, weil es Tag wird. Nö, hurra, das Tag! Ist Sand. Okay, ich gehe mal wieder in die andere Richtung und hol mir definitiv. Na, Schleime, geht weg! Ich guck mal hier oben. Mann. Obwohl, ne, wir brauchen erstmal ganz viel Holz.
Ja, eben. Und das bin ich gerade dabei zu holen. Kannst du auch da nach oben gehen und auf der anderen Seite mal nach Bäumen schauen? Ja, aber da müsste ich mich hochbauen. Bau dich mal hoch. Mach mit den Holzplattformen irgendwas. Ja, okay. Holz! So, jetzt holze ich mich hier zu. Was macht der Schleim da? Stirb! Ach, sag mal, die sind voll unvorhersehbar mit ihren Sprüngen. Ja, schon fies, solche Schleimviecher. Ja, solche Pennerviecher. Wieso töten die mich? Wir müssen nachher mal selber Bäume pflanzen noch. Aha, man kann Bäume pflanzen? Mit den Eicheln nehme ich mal an, oder? Genau. Ah, perfekt. Ja, ich habe da schon 11 Stück. Plantage bauen. Perfekt. Ich habe hier hinten noch ordentlich Bäume, die ich kaputt hauen kann. Je höher der Baum, desto besser, ne? Nur so nebenbei. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, aber es gibt teilweise Bäume, die sind so hoch, die siehst du, also du siehst die Krone nicht. Mhm. Stirb, Baum! Ich bin am Meer! Oh, ich hab hier gibt's keinen Sand. Danny was slain. Hat dich einen Schleimbau gebracht. Aber das ist gut, wenn du Kupfer gefunden hast. Was bringt Kupfer? Waffen und Rüstung. Waffen und Rüstung, Geld. Ja, das hört sich doch mal gut an. Frage am Rande, hier ist Meer und hier ist kein Sand. Verdammt. Nö, Sand findet man auch meistens unlogischerweise unter der Erde einfach. Okay. So einfach in Höhlen nachgucken und so. Mhm. Ja, weil in meiner ersten Testmap war ich nur von Sand umgeben. Man aufpassen, man kann sich damit leicht selber töten, was ich übrigens auch schon öfters hingekriegt habe. Also das ist wie in Minecraft, der fällt dann auch runter. Ah. Okay. So, Spitzhacke muss ich mich immer wieder zurückarbeiten. Hooray, ich komm wieder. Ach, hier ist unser Guide. Mit 255 HP. Ja, können wir unseren Spawnpunkt nicht irgendwie verlegen? Nee. Verdammt, das soll aber gehen. Wenn wir zu weit weg sind, dann haben wir nachher noch ein Problem, weil dann können wir unseren, also nachher kann man mit Betten seinen Spawnpunkt festsetzen, das kann man dann halt nicht, wenn man zu weit weg ist. Das heißt, wir müssen in Etappen Betten legen, oder wie? Nee, das ist einfach nur, du machst Rechtsklick auf das Bett und dann spawnst du ab da immer. Und das, wieso funktioniert das an manchen Stellen nicht? Nee, das ist nur, wenn man zu weit weg vom Spawnpunkt ist. Aha. Ich baue mich mal hier hoch, damit ich den Dreck hier zerstören kann. Stirb, Dreck! Wir brauchen Sand, damit wir uns Glas machen können. Ja, aber Glas ist unnötig. Das wird überbewertet. Das sieht toll aus. Fenster. Ich will Fenster. Ja, okay. Ganz viele Fenster. So, was ich mit meinem Holz erstmal mache, ist ganz viel verschwenderische Wand bauen. So, Wand. Ich baue gleich die Außenwand. Wood Wall. Ja, aber ich habe 80 Holz noch übrig. Und jetzt noch 100 Wandstücke. Das dürfte erstmal reichen. So. Ach, da ist noch so ein, 5 Schleimviecher. Das kann nicht gut gehen. Hau sie um. Hol dir ganz viel Gel. Verdammt. Boah, hier ist total viel Holz. Das ist nice. Ganz hohe Bäume sind hier vor allem. Mhm. Wo würdest du sagen, bauen wir da unsere Plantage hin? Vor dem Haus, rechts am besten. Okay. Nur da musst du halt einen ebenen Boden machen und warten, bis, glaube ich, Gras drüber gewachsen ist. Davor geht das, glaube ich, nicht. Ja, da wächst noch Gras drüber. Hahaha, der war flach. Der war so richtig schön flach. Ah, ich habe keine Fackel, ich komme hier nicht weg. Ich mache mal unsere Holzwand ein bisschen weiter. Falsches Holz. Ja, mit Holz ist genug. Da, perfekt. So, 21 Eisenherz habe ich übrigens auch. So, Holz legen wir mal bis dahin, würde ich sagen. Perfekt. Machen wir hier oben noch so eine Holzplattform hin. Optimal. Und jetzt, kann man die Wände irgendwie ineinander übergehen lassen von dem Schacht? Inwiefern? Also von unserem Haus und dem Schacht, sodass dieser Hintergrund von Dreck sich ändert in Hintergrund. Mit Hammer kannst du den Hintergrund wegmachen. Ja klar, aber zwischen zwei unterschiedlichen Hintergründen ist immer so eine kleine Übergang. Ich glaube, das lässt sich nicht anders machen.
Schade. Dann mache ich das mal hier, so dass das einfach aussieht wie so ein offener Höhleneingang. Und den Holzhintergrund machen wir dann auch mal irgendwie. Nee, so sieht das Gumblick aus. Wie machen wir das denn? So, dann brauchen wir noch irgend so eine Holzplattform hier. Aha. Hey, du solltest kein Loch in der Decke lassen, wenn da Schleime durchfahren können. Ja, ich mach grad eine Plattform hin. Okay. Glaube ich. So. Ich habe schon eine Plattform hingebaut. Kann man da noch... Ah, man kann durch Plattform auch nach unten durchfahren, das wusste ich gar nicht. Cool. Das ist der Sinn der Plattform. Hooray! Gut, dann mit dem Hammer das nächste Teil hier noch zerstören. Ich zerstöre einfach mal den Dreckhintergrund der Höhle. Damit das Ganze besser aussieht. Wie gut, dass man die Plattform nicht wegmachen kann. Ist mal eben Hammer da. Den benutze ich gerade. Kannst du dir selbst einen herstellen? Hast du zufällig Holz? Ja. Oder brauchst du meinen? Nee, ich mache mir schon selbst einen. Okay. Früher oder später werde ich eh einen brauchen. So, Dreckwand. Geh kaputt. Also, unser Haus muss wirklich nachher riesig sein, mit ganz vielen Zimmern und bestimmte Kriterien. Zum Beispiel, dass wir einen Tisch brauchen, einen Stuhl, feste Lichtquelle, das ist eine Kerze. Die können wir nachher mit Gold machen. Wieso zur Hölle braucht man Gold für Kerzen? Weiß nicht. Gold und eine Fackel, glaube ich. Okay. Ja, ich habe mal hier unten den Mineneingang so ein bisschen improvisiert. Ja. Sieht relativ kacke aus, um genau zu sein. Aber egal. So. Ach, ups, sorry. Gut gemacht. Mein Fehler. Ich bin dumm. Ich bin so dumm. Was kannst du eigentlich, ey? Gar nix. Gut. Hier hast du noch ein bisschen. Woodwall-Dingen. Woodwall, ja, da habe ich ganz viel mit. Kuh kann ich auch wegwerfen, ne? Da, jo. Hast du. Aber hier scheint man automatisch den ganzen Stack wegzuwerfen. Soll ich noch ein drittes Stockwerk bauen? Jo. So wie hoch wie möglich. Das? So hoch, bis man nicht mehr höher kommt oder so. Also musst du mit dem Mauszeiger gucken. Wie sieht man das anhand des Mauszeigers? Ja, weil du siehst ja, rechts vom Mauszeiger ist dieses Symbol da für bauen. Ah, okay, das heißt, perfekt. Dann habe ich hier die richtige Höhe erwischt. Wir müssen dann aber gleich noch ein bisschen mehr mit Holz bauen, oder? Viel, viel mehr. Ja, kannst du mal oben eine Plattform hinsetzen? Oder sollen wir die da oben erstmal weg? Wobei, nee, wir brauchen nee, oben nee, am besten direkt. Direkt? Jetzt kommen hier gleich wieder Schleime durchgeregnet. Kann man durch Plattform... Können Schleime durch Plattform durch? Die nein, aber Zombie schon. Dann sollten wir die Plattform vielleicht wegmachen. Nö, die brauchen wir zum Etagenwechseln. Ja klar, aber... Ja, okay, du willst noch eine Etage drauf. Ja, noch zwei vielleicht. Okay. Dann und kommt zwei, oben drei. Noch eine Tür hin. Also das Haus muss wirklich riesig sein, das muss mehrere hundert Zimmer haben. Okay. Okay, 100 vielleicht nicht, aber... Ja, 100 Zimmer ist schon eine Menge. Sollen wir hier den Eingang in so eine Seitenhöhle lassen oder nicht? Nee, mach den mal zu. Das war okay. Vorhin nur wegen dem Kupfer. Okay. Oh, ach, das sieht total unschön aus. Ja, dann unser Haus ist irgendwie gar nicht eingerichtet. Ja, das kommt ja noch. Erstmal die Grundstrukturen. Okay. Da muss noch eine Etage drauf, dass wir oben eine Tür hinbauen können. Ja, ich mach mal schnell ein Schild. Das Schild, das bringt gar nichts. Ist mir egal, das hau ich vors Haus. Okay. Dann sieht jeder, dass wir hier drin wohnen. Jeder, der auf diesem Server spielt. Also wir beide. Ach, dann weiß ich auch Bescheid. Edit. Don't go in, Zombie. Vielleicht steckt ich kann kein Smiley.